Jetzt machen wir uns mit der Spielvorbereitung für das Pokémon-Sammelkartenspiel vertraut. Zuallererst wirft ein Spieler eine Münze. Der Gewinner entscheidet, wer als Erster am Zug ist. Dann erfolgt die Spielvorbereitung. Hier wird ein Deck verdeckt abgelegt. Jedes Deck muss zu Beginn genau 60 Karten enthalten. Vergiss nicht, dein Deck zu mischen, bevor du ein Spiel beginnst. Jeder Spieler zieht zu Beginn des Spiels 7 Karten von oben von seinem Deck. Das sind deine Handkarten. Beginne deinen Zug immer damit, eine Karte oben von deinem Deck zu ziehen und auf deine Hand zu nehmen. Hier gehört dein aktives Pokémon hin. Dies ist das einzige Pokémon auf deiner Seite, das während deines Zuges angreifen kann. Am Anfang des Spiels legst du ein Basis-Pokémon von deiner Hand auf die aktive Position. Wenn du kein Basis-Pokémon hast, mischst du deine Handkarten zurück in dein Deck und versuchst es erneut. Dein Gegner erhält zu Beginn des Spiels jedes Mal eine zusätzliche Karte, wenn du neu mischen musst, um ein Basis-Pokémon zum Spielen zu finden. Schau in die Ecke deiner Pokémon-Karten, um sicherzustellen, dass du ein Basis-Pokémon spielst, um das Spiel zu starten. Das ist deine Bank, auf der du bis zu 5 weitere Pokémon für den Kampf bereithalten kannst. Zu Beginn des Spiels oder während deines Zuges kannst du zusätzliche Basis-Pokémon von deiner Hand auf deine Bank legen. Vergiss nicht, die Ecken deiner Pokémon-Karten zu überprüfen, um sicherzustellen, dass jedes Pokémon, das du auf deine Bank spielst, ein Basis-Pokémon ist. Wenn dein aktives Pokémon kampfunfähig ist, musst du ein neues von deiner Bank für den Kampf auswählen. Stelle also sicher, dass sich immer Pokémon auf deiner Bank befinden. Ansonsten verlierst du das Spiel, da du keine Pokémon zum Kämpfen übrig hast. Jeder Spieler hat auch einen Ablagestapel. Karten, die aus dem Spiel genommen werden, wie ein kampfunfähiges Pokémon und alle daran angelegten Karten, werden in der Regel auf deinen Ablagestapel gelegt. Bevor du anfängst zu spielen, musst du auch die obersten 6 Karten deines Decks verdeckt an die Seite der Spielunterlage legen. Dies sind deine Preiskarten. Jedes Mal, wenn du eins der Pokémon deines Gegners kampfunfähig machst, erhältst du als Belohnung eine der hier platzierten Preiskarten. Denke daran, wenn du alle 6 Preiskarten nimmst, gewinnst du das Spiel. Bei der Spielvorbereitung legst du dein aktives Pokémon und die Pokémon auf deiner Bank verdeckt hin. Wenn beide Spieler bereit sind, drehe dein aktives Pokémon und die Pokémon auf deiner Bank um. Der Kampf kann beginnen. Der Spieler, der als Erster dran ist, zieht eine Karte und geht durch die Schritte des Zuges. Beachte, dass der Spieler, der als Erster dran ist, während seines ersten Zuges nicht angreifen und keine Unterstützerkarte spielen kann. Nachdem der erste Spieler seinen Zug beendet hat, zieht der zweite Spieler eine Karte, um seinen Zug zu beginnen. Aber jetzt können beide Spieler Unterstützerkarten spielen und wie gewohnt angreifen.